Anbaugeräte Spezialist Lehnhoff präsentierte auf der Tiefbau Live zahlreiche Weiterentwicklungen und Detailverbesserungen. Rainer Matz stellte mit dem neuen Schwenktieflöffel ein Highlight vor. Der Lehnhoff Schwenktieflöffel hat eine spezielle, bauchige, tieflöffelartige Form für den Aushub. Die Praxisvorteile liegen einerseits in dem guten Eindringverhalten durch auch die doppelt konische Bauweise, als auch zum gleichzeitigen Profilieren und Abziehen von Böschungen. Die gesamte Konstruktion ist in bewährter Lehnhoff Stahlqualität. Zum Einsatz kommen hier speziell entwickelte Hydraulikzylinder, die einerseits geringe Schnittbreiten ermöglichen. Andererseits haben wir die gesamte Verschlauchung sehr nah am Schwenkkopf durch eine Öldurchführung durch den Zylinder. Das lässt Verschlauchung am Ende des Zylinders wegfallen und beugt so möglichen Schlauchabriss vor. Als kleine Detailverbesserung haben wir im Mini- und Kompaktbaggerbereich unsere Löffel mit einer Transportlasche ausgerüstet. Die ermöglicht es, einfach verschiedene Tieflöffel oder gerade Räumlöffel von A nach B zu transportieren. Rund um die Uhr auf Sendung www.bauforum24.tv